Leute, habe die Ehre, Gamer Engineers, lieber Merced. Wie du es dir wahrscheinlich vorstellen kannst, ist das hier dein persönliches Geburtstagsspecial. Natürlich auf deinen Wunsch das erste Mal mit einem Shooter-Spiel. Ich sag dir gleich, das ist ein etwas höherer Schwierigkeitsgrad. Ich bin nicht sonderlich gut. Du sollst ja was zum Lachen haben. Okay, gut. Ein bisschen was weiß ich von dieser Map. Allerdings weiß ich auch, dass die Soldaten, die hier dann auftauchen, gerne das Kommando Sturmangriff verwenden und dann zu 15 vor meiner Haustür stehen. Und was sie noch ganz gerne tun, überleben, obwohl sie getroffen sind. Pja. Und ich wette drauf, der kommt jetzt gleich ganz gesund und munter wieder da raus. Wäre ja nichts Neues. Wenn du mich verstehst. Na, was sag ich? Ich weiß nur, dass die hier dann wieder rauskommen zum Teil. Und mich dann vermutlich fertig machen. Also, ich weiß so ungefähr, wie sie es anstellen. Die machen Folgendes. Und zwar, Wer kommt mit? Ich bin dabei! Ja, die überleben auch ganz gerne mal Sachen, die sie eigentlich nicht überleben dürfen. Beispielsweise, du gehst durch, schießt einmal durch die Reihe, die überleben das. Kommt vor. Sollte aber nicht vorkommen, sag ich gleich dazu. Okay, ich wechsle gleich jetzt auf die Brandgranate. Also, ohne Team ist das schon wirklich hart. Wie es mit Team aussieht, das habe ich eigentlich noch gar nicht probiert. Oh! Also man heilt sich auch in einer Zeit, das ist vielleicht für dich interessant, aber es bleibt dazu zu sagen, dass... Oh, hallo. Das war eine Blender. Perfekt. Ja. Es gibt die Möglichkeiten, dass man entweder drauf losrennt oder das Ganze vorsichtig macht und ja. Großteils ist vorsichtig beschissen, weil sie einen da kriegen. So, hier ist keiner, aber hier kommt gleich einer. So, jetzt steht da drüben einer. Und jetzt bleibe ich hier wieder hängen. Ja, es ist eh klar, wenn du keine Munition mehr hast, umzingeln sie dich.
Ich muss mich da leider auch erst herantasten. Ich glaube allerdings nicht, dass ich heute alle Feinde besiegen kann. Obwohl es nur 15 sind. Ich habe das Spiel frisch installiert. Heißt, ich habe keine guten Rüstungen. Ich spiele auf einem Schwierigkeitsgrad, den ich eigentlich noch nicht spielen sollte. Weil normal müsstest du bei sowas dann Freizeit spielen. Okay, gut. Naja, das lief. Ich weiß zwar nicht, wie groß das Magazin der anderen Bombe ist, aber. Vor allem weiß ich nicht mal, wie die schießt. Okay, eh ganz normal. Jetzt muss ich mich wieder raustrauen, das mag ich nicht. Und daher mein Rang auch ziemlich bescheiden ist. Okay, das war nicht mal so blöd. Was halt extrem stört, ist, dass dieses Fadenkreuz nach einer Zeit weggeht. Und ich nicht weiß, woher der Beschuss kommt. Jedes Mal. Also das Spiel kann ganz schön auf den Sack gehen. Aber ja, ich nehme es mit Humor, weil ich es nicht kann. Wann ich glaube, dass ich die falsche Waffe habe. Also soll es jetzt nicht hinhauen, dass ich zumindest mal 10 Gegner umlege. Probiere ich das mal mit einer anderen Ausrüstung. Mal sehen, vielleicht geht es damit dann besser. Ich finde es halt nur lächerlich, dass er wegen jedem Zentimeter wirklich hängen bleibt. Hey du kommst mit mir. Na klar. Jeder Tod muss mit. Sieh doch ihre Köpfe. Ich hab das gehört. So, wo kommt der nächste Arsch? Die Treppe, darunter. Hier. 12 sind 2 zu viel. Ich weiß doch, wo ihr seid. Ihr seid alle auf dem Dach oben. Die sind alle 10 am Dach oben. Und jetzt haben sie halt leider kapiert, dass ich das hier mache, wie ich es mache. Schneid sie ab! Ich wollte nicht nachladen. So. Jetzt sollte das schon eher hinhauen. Ich habe jetzt ein größeres Magazin genommen. Ich habe eine andere Sekundarwaffe. Zumindest habe ich ein anderes Zielfernrohr. Das war so meine Standardausrüstung fürs Training. Zielt auf den Anführer! Ich bin. Jetzt waren sie zu schnell und zu viel. Und ich frage mich, ich habe nicht mit der richtigen Waffe gespielt. Ja, ist jetzt schwierig, sich wieder umzugewöhnen, weil eigentlich bin ich sehr gewohnt, dass ich mit der hier schieße. Und die andere ist ja nur für etwas Langstreckendistanz. Die ist ja nicht dafür gedacht, dass man auf so engem Feld kämpft.
Und vor allem ist es nicht besonders gesund, ein ganzes Magazin zu verschießen. Na komm. Wo ist denn der Nächste? Ich knall zuerst den hinteren ab, wenn es recht ist. Das größere Magazin lohnt halt wirklich. Wie er das überlebt, verstehe ich nicht. Okay. Derweil sieht's halbwegs aus. Darf ich das mal so behaupten? Ich weiß zwar nicht, wie die meinem Kugelhagel da überleben, aber bitte. Ich hätte halt auch gerne eine Rüstung. Ist ja nicht so, als ob ich das Spiel zum ersten Mal spiele. Oh Gott, ich hätte zuerst die Story spielen sollen. Oh Mann, ist das kacke. Hilfe. Ja, Rainbow Six ist ganz cool. Zieh auf den Anführer! So. Daher ich ja sonst nie schlauer als die Gegner bin. Ihr müsst zielen. Ich kann nicht auf so viele Seiten aufpassen. Ich stehe da komplett öffentlich. Ach, entweder schnell oder gar nicht, das ist halt mies. Vor allem in der Mörderstadt hab ich ja zumindest den Vorteil, dass ich mich gut verstecken kann. Aber ich komme ja nicht mal aus dem blöden Container weg. Okay, den Tod müsst ihr mir jetzt aber wirklich erklären. Zerwerset, ich glaube nicht, dass ich das in der Folge noch schaffen werde, dass ich da gewinne. Es war aber ehrlich gesagt auch nicht so gedacht. Also in der Mörderstadt war ich einmal, glaube ich, bei 14 Gegnern. Also da muss man von 30 runter auf 0. Und das ist sehr, sehr gemein. Vor allem, weil er an jedem Zentimeter hängen bleibt. Sie sind hier! Schieße! Zurückschießen! Köpfe unten halten! Halt's Maul und renn! Verluste! Selbe Situation wie vorher.
vielleicht mal probieren, aufs Dach zu kommen? Ihr müsst zielen! Jeder Schuss muss sitzen! Okay, ich darf nicht mal nach oben schauen, ob da jemand kommt. Ich darf nichts tun. Gottes Willen. Wie willst du das dann ohne Team hinkriegen? Zielt auf ihre Köpfe. Vor allem, wenn dieses dämliche Farbenkreuz immer weggeht. Und ja, wirklich... Du hast einen Zentimeter Bodenunterschied. Ja, bleib hängen. Da steige ich doch drüber. Wo ist denn da das Problem? Und konnte man da auch irgendwie schneller gehen? Okay, wie geht rennen? Rennen, rennen, vorwärts, rückwärts, also hocken, zoom, sehen. Geht er dann schneller? Nee. Du kannst nicht mal rennen. Das ist... Bisschen armselig für das, dass es ein PlayStation-Game immer so gut sein soll. Wie auch immer er das überleben kann. Ich lass mir auch nicht einen Raketenwerfer ins Hirn jagen. Und dann sag ich, hast nicht getroffen. Ich wirf auch keine Bomben an und sag, ha, daneben. Ich lade jetzt mal nach, weil ich sehe schon, ich werde es gleich wieder brauchen können. Wenn ich mich jetzt einen Schritt da raus bewege, kommt der sicher gleich aus seinem Haus rausgeschossen. Aber die Steuerung ist viel zu kantig. Daneben. Irgendwo steht da noch einer. Es sind nämlich wieder genau 9 Feinde. Das ist nämlich das, wo ich immer sterbe. Ich kann mich nicht von zwei Seiten gleichzeitig verteidigen. Na gut, ich hoffe, du hattest deinen Spaß dahinter. Ja, geschafft habe ich es leider nicht. Ich kann dir aber zeigen, wo ich es fast geschafft hätte. Natürlich bekommt man mit besserem Rang auch viel bessere Waffen, Rüstungen und mehr Leben. Zumindest, wenn ich das sehe, was ich gesehen habe, weil ich habe schon zweimal gespielt.
Ja, also es gibt eine Map, die kenne ich noch. Ja, brauchst du nicht. War klar, dass ich es nicht durchschaffe. Ich kenne diese eine Map nicht. Es gibt original eine einzige Map, die ich kenne. Nee, zwei. Zwei Maps kenne ich. So. Ja, Gefreiter. Ja, klar. Das waren die Einstellungen, mit denen ich gespielt habe. Ich habe es nämlich beim Waffentausch runtergedrosselt. Es gibt natürlich auch realistisch. Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil dann die Gegner nämlich noch mehr aushalten und das dann ziemlich kacke ist. Ja, die Feinddichte kannst du noch einstellen. Einsamer Wolf, ja. Moment, das war die Mission, was man einstellen kann. Und zwar folgendes. Ich kenne einmal die Mörderstadt, da hätte ich es einmal fast durchgeschafft. Und die Ölraffinerie. Warte, ich kenne noch eins. Ja, genau, das Theater, das kenne ich noch. Das ist cool. Vegas Schrottplatz ist mir unbekannt, ist mir auch unbekannt, kenne ich auch nicht. Ich glaube vielleicht sogar, dass ich den Rangierbahnhof noch kenne, aber das kann ich dir halt auch nicht sagen. Also auf jeden Fall, ja, die Villa ist angeblich auch schön zum Spielen. Aber das Killerhaus habe ich zuerst probiert. Da es aber mehrere Ebenen gibt und mehrere Wege und man von hinten, von vorne und von oben überrascht werden kann, schaffe ich selbst mit den einfachsten Einstellungen nicht. Ich bin viel zu ungeübt. Vielleicht kann ich dir mal zu einem anderen Fest was Besseres präsentieren. Muss ich allerdings üben. Na dann, Merced, genieß deinen Geburtstag. Servus und habe dir die Gamer Engineers.